Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 10 News Update. Zum einen habe ich den kommenden Season 10 Legenden Teaser Trailer, der am 17. wie gesagt veröffentlicht wird, für euch. Wer das nicht sehen will, nicht gespoilert werden will, ich zeige es bewusst erst zum Schluss und werde es euch auch nochmal ankündigen, dass ich das jetzt gleich zeige. Es sind zwei verschiedene Arten von Teasern. Und einmal so eine Art Hologramm. Und ich habe für euch die Punkteverteilung im Arena-Modus, also im Ranked-Arena-Modus, der jetzt in Season 10 kommt. Sollte ja eigentlich mit dem 9.1-Patch kommen, wurde aber verschoben. Und ich zeige euch, wie die Punkteverteilung funktioniert. Und auch im Standard-Battle-Royale-Ranked-Modus soll sich ein bisschen was noch ändern. Wie genau das passiert, ist aktuell noch nicht bekannt. Und ich möchte auch nochmal betonen, als ich vor ein paar Wochen das Pay-to-Play-Ranked angesprochen habe, da dachten viele Menschen, es kommt jetzt tatsächlich. Ich habe in dem Video aber betont, dass das eine Überlegung ist und nicht feststeht, dass das kommt. Also, das steht noch in der Schwebe. Sinn dahinter ist einfach den Cheatern den Chaos zu machen. Und es haben einige von euch richtig geile Ideen gehabt, dass man einfach ein Mindestlevel haben sollte. Was weiß ich, Level 100 von mir aus oder keine Ahnung, um überhaupt erst an dem Ranked-Modus teilnehmen zu können. Wenn du nämlich cheatest, wirst gebannt, dann spielst du nicht erstmal bis Level 100, damit du wieder mit dem Cheaten anfängst. Das wäre eigentlich die simpelste Art und Weise, eben nicht in die Tasche greifen zu müssen, damit wir Ranked zocken können. Also ich würde es nach wie vor eine sehr, sehr freche Aktion finden, wenn wir für Ranked ab sofort bezahlen müssten. Dann treiben sich eben die Cheater im Publix rum und haben da ihre Freude. Ob das dann so genauso viel Spaß macht wie im Ranked, bleibt erstmal dahingestellt. Bevor wir aber damit loslegen, wir gehen kurz ins Spiel. Wer sich für den seltensten, in Anführungszeichen, Skin von Wraith, wer sich für diesen Skin interessiert, der ist aktuell wieder im Store. Und zwar dieser welcher. Ob man das jetzt noch selten nennen kann und was ich davon halte, ich sag's ja jedes Mal aufs Neue, wie der Voidwalker Skin zum Beispiel, diese beliebten, seltenen Skins, dass die einmal im Jahr nochmal den Leuten hinterhergeschmissen werden, finde ich ehrlich gesagt nicht so geil. Natürlich ist es ein geiler Skin, natürlich ist es geil, wenn Leute, die vielleicht jetzt erst zu Apex gefunden haben, die Chance haben. Aber es nimmt den Seltenheitswert und die Besonderheit des Skins enorm, auch wenn er geil aussieht. Es gibt als Besonderheit noch zwei seltene oder epische Wraith Packs. Ne, epische, so rum, Entschuldigung, verwechselt. Ich habe mich jetzt von dem Blau verleiten lassen. Was da drin ist, weiß ich nicht. Ich werde für dieses Video das jetzt nicht ausgeben, diese 18 Euro. Und für Bloodhound gibt es eben nochmal diesen Skin und zwei zusätzliche Bonus-epischen Bloodhound Packs. Wie gesagt, sollte jemand von euch die aufmachen, lasst mich vielleicht mal auf Instagram mit einem Foto wissen, was in diesen epischen Packs drin ist, würde mich interessieren. Aber wie gesagt, für 18 Euro habe ich jetzt einfach keinen Bock, das zu öffnen. Dafür spiele ich die Legenden zu selten, macht für mich also keinen Sinn. Wir machen jetzt mit dem Ranked Arena Modus weiter. Der sollte ja eigentlich am 29. Juni mit dem 9.1 Patch eigentlich implementiert werden, der Modus. Wurde aber auf Season 10 verschoben. Inhaltlich ist es natürlich auch von Bronze bis Predator. Mit der kleinen, aber feinen Besonderheit, die Punkteverteilung wird eine andere sein. Ihr seht, dass Masters bis 3600 Punkte ist und die Top 500 Spieler sind Predator. Und die Besonderheit ist eben, je stärker dein Gegner ist in Bezug auf dich, desto mehr Punkte bekommst du. Das heißt, also wir haben eine Anzahl von Arena-Punkten. Das sind die AP. Ihr seht hier zum Beispiel anhand von Bronze 1600 Arena-Punkte sind Bronze 4, 1900 Arena-Punkte sind Bronze 1. Was mich jetzt aber ein bisschen verwirrt ist, warum fängt das bei Bronze 4 nicht bei Arena-Punkten 0 an? Da bin ich gerade ein bisschen skeptisch, wenn ich da vielleicht einen kleinen Interpretationsfehler habe. Sorry dafür, aber ich habe jetzt gerade so ein bisschen die Theorie, dass ich vielleicht erstmal bis 1600 Punkten grinden muss, damit ich ab Bronze 4 loslege. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig. Ist das im normalen Battle Royale Arena Modus genauso, dass wir fangen wir bei 0 an oder auch da bei 1600 Punkten? Ich bin mir nicht ganz sicher. 1600 macht für den Battle Royale Modus auf jeden Fall keinen Sinn. Auf jeden Fall wird es so sein, wenn ihr jetzt theoretisch 1000 Punkte habt und dein Gegner hat 1600 Punkte, bekommst du für einen Win mehr Punkte, als wenn du gegen jemanden kämpfst mit deinen 1000 Punkten, der vielleicht 500 Punkte nur hat. Also je schwächer dein Gegner, desto weniger Punkte bekommst du, je stärker dein Gegner,
je mehr Punkte bekommst du. Sollte klar sein. Weitere Details gibt es allerdings noch nicht. Sollte natürlich Skill-Based Matchmaking ungefähr so sein, dass Bronze gegen Bronze, maximal eine Stufe höher, gegen Silber und so weiter und so fort. Also kannst du nicht davon ausgehen, dass du mit deinen 1000 Punkten gegen jemanden fightest, der von mir aus 2800 Punkte hat. Das macht natürlich keinen Sinn. Und es wird auch wieder so sein, wenn jetzt theoretisch du Silber bist und dein Teammate ist Gold, das sollte ja noch im Rahmen des Machbaren sein, dann wird das Arena-Match auf Gold gewertet und nicht auf Silber, wie es eben im Battle-Royale-Modus der Fall ist. So, wie gesagt, das Bild war von Shrugtor und jetzt zeige ich euch den Ingame-Teaser, der am 17. Juli kommen wird. Wo genau das passiert, ist aktuell noch unklar, auf welcher Map. Ich gehe von Olympus aktuell aus. Und es soll wohl so sein, dass man mit verschiedenen Legenden diesen Teaser natürlich logischerweise aktivieren kann. Und man bekommt dann einen Gun Charm. Achtung, es geht los. Und nach diesem Teaser, den ich euch zeige, das ist so eine Art Herzcontainer. So wird das in den Gamefiles benannt. Und danach folgt noch eine große Sequenz. Das ist so eine Art Hologramm, wie wir es damals für den Arena-Teaser mit Ash schon hatten. Ich hoffe, ihr könnt mir grob folgen. Achtung, das ist dieser Herzcontainer, der sich da so ein bisschen dreht. Das soll dieser Ingame-Teaser sein am 17. Wie genau der aktiviert wird, keine Ahnung, kann ich aktuell, wie gesagt, nicht sagen. Und das ist dieses Hologramm. Aus diesem Hologramm entsteht diese Motte. Und diese Motte ist das Logo der neuen Legende in Season 10. Und allem Anschein nach soll es wohl laut Dataminern so sein, dass die Fähigkeiten einer aufklärenden Legende nach irgendwie, es kann sein, dass die auf jeden Fall auch eine Drohne hat, wie genau das aussieht, das ist alles noch so ein bisschen in der Schwebe und das ist der Gun Charm dazu. Wenn wir diesen Teaser aktiviert haben, bekommen wir automatisch diesen Gun Charm und mehr gibt es dazu aktuell noch nicht zu sagen. Das war es erstmal soweit. Lasst mich in den Kommentaren mal wissen, was ihr von den News haltet. Und vor allen Dingen, wenn jemand von euch mal so ein Pack geöffnet hat von Bloodhound oder von Wraith, lasst mich mal wissen, was in den epischen Packs drin ist. Gerne, wie gesagt, auf Instagram mal einen Screenshot schicken, was da genau drin ist. Und dann bin ich da auch mal ein bisschen schlauer. Das soll es von mir gewesen sein. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's von mir. Bleibt gesund. Haut rein. Ciao.